Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Hier sind wir wieder. Ja, und wir haben noch nicht lange die eine Aufnahmesession beendet und schon war wieder ein neues Kartenupdate für die Xaeos Minimap da. Ja, der Entwickler ist da ziemlich hinterher. Also beim kleinsten Fehler tut er schon ein neues Update raushauen. Das ist eigentlich mal ganz gut. Also es machen nicht viele, ne? Muss man schon sagen. Ja, wir sind ja gerade so ein bisschen auf einer Mission. Also, ja gut, Enderman müssen wir bekämpfen. Wir waren jetzt in der Hölle, haben uns hier Trank der Feuerresistenz gecraftet. So, jetzt hätte ich aber noch eine Mission vor mir. Wir haben ja wieder ein paar Pferderüstung mitgebracht. Also, ja, was heißt ein paar? Eine. Aber, oh, das geht, okay. Über ein Feld hier. So. Wir haben wieder Pferderüstung dabei. Eine Diamanten, ne? Ja, danke, dass du deinen Kopf in mich reinschiebst. Das hört sich falsch an. So, ja. Der hat eine Metallene, oder? Ey! Bah! Lass mein Pferd in Ruhe, ich glaube, ich spinne. Ja, jetzt gibt's mal hier mal... Aua! Jetzt gibt's hier Streit, jetzt gibt's hier wirklich Beef. Ja, Pferd, geh mal aus dem Weg. Ja, ich kann mich während der Behinderung nicht. Ja, ich bin ein schlechter Schütze. Hat er einen Bogen verloren? Moment. Hoppala. Merke, mit einem Bogen kann man schlechte Tür aufmachen. So, meine zwei Pfeile sammle ich wieder ein. Da ist ein Creeperman. Den Creeperman lasse ich auch schön Creeperman sein. Und verschwinde wieder. Die Pferde können nicht abhauen, weil sie durch das Tor nicht passen. So. Klopp. So, ich war jetzt gerade dabei, einem Pferd hier eine Rüstung zu verpassen. Vielleicht dem hier. Ja, dem gibt man einen Sattel und eine Rüstung. Jo. So. Haha. Bald haben alle Pferde eine Rüstung. Genial. Und die haben wir alle im Nether gefunden. Das ist genial. So, ich freue mich. Das Schwein hier ist natürlich wieder hier mal falsch. Aber was soll's, dann bleibt's halt bei den Kühen. Was soll's, wenn es halt lieber eine Kuh ist, dann ja. Soll's so sein. Ah, meine Kürbisse. 2, 3 sind jetzt schon richtig. Die anderen leider noch nicht gewachsen hier. So, ich habe noch einen Sattel übrig. Moment. Ich bin auch so ein Held. So, wer hat noch keinen Sattel? Du zum Beispiel. Ja gut, ich kann auch ohne Sattel, aber... kann doch nicht reiten. Mit E kann ich das Inventar aufmachen. So, Sattel. Man kann leider an das Pferd keine Dings ranhängen. So, jetzt kann ich sie auch steuern. So, mit Linksshift verlässt man das Pferd wieder. Also es geht, glaube ich, nur beim Esel, dass man da Kisten dranhängen kann. Aber ich hatte noch nie einen Esel. Okay. So, aber jetzt ist die große Frage, wie komme ich an Endermans ran? Das ist jetzt das kleine Problem. Kann mich nicht einfach hier durch die Nacht bewegen und Enderman suchen gehen. Das ist sehr gefährlich. Ich meine, wir können es mal versuchen, aber viel verspreche ich mir dabei nicht. Da ist zum Beispiel eine Spinne. Da ist ein Zombie. So, du böser Zombie, du garstiger. So. Da sind wieder Rechtsanwälte. Toll. Ja. So, da haben wir ein bisschen Flickschüsterei betrieben. Tja, wie gesagt. Das ist sehr schlecht mit Endermans. Ja, wie soll ich da jemals zu vielen Enderperlen kommen? Das ist mein Problem. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, da gibt es eigentlich einen Spawner. Ja gut, den gibt es schon wahrscheinlich. Aber so einen zu finden. Und wenn ich halt keinen Enderman finde, kann ich keine Festung finden. Ergo komme ich nie in eine... also in die... zum Enderdrachen. Aua. Aua. Hör auf. Hat er mich jetzt voll geschleimt, angesteckt oder sonst sowas? Weil meine Keulen grün sind. Sieht ganz danach aus, ne? Ja, da brauchen wir, glaube ich, mehr Dings da. Mehr Health. Ja, du Zombie, ja, du bist auch nur da. Das macht ja voll der Spaß hier.
Blub. Also das sieht ja mal eindrucksvoll aus jetzt auf der Karte hier. Irgendwie schon. Wie sich da der Fluss hier sozusagen durchschlängelt. Mein, der ist ein... Ah, da ist ein nein, ist kein Enderman. Das ist eine Hexe. So ein blöder Hexenmeister. Die sind garstig und gefährlich. Also, ja, wenn man nicht aufpasst, ist man schneller tot, als man einem lieb ist. So, also... Schleicht mir da jemand nach? Nee, das war der Hase, oder? Tja, okay. Wie ich mir das mal so ausschaue hier. Das sind Zombies, Zombies, Zombies. Noch ein Zombie, jawohl. Und noch einer. Hm. Ja, und natürlich Creepermans. So, aua. Ah, da kommt der nächste, jetzt bin ich wieder vergiftet. Boah, wie viel kommen denn dann noch? Ich seid ja wahnsinnig, wisst ihr das? Da geht ja eher mein Schwert kaputt, wie dass die Zombies kaputt gehen. Wer das ist denn? Da kommt der nächste. Ich glaube, das ist irgendwo ein Nest. So. Ja gut, erfahren können wir auch mal brauchen, ne? So, das ist ja alles schön und gut. Da denkt man, da wären so Gänge hier. Das ist... Ja gut, es sieht auch schon ein bisschen aus wie so Kriegsgänge hier. Ja, das bringt mir alles nichts. Ich will ja wieder raus. Danke. Tja. Woher Endermans nehmen, wenn nicht cheaten, ne? Aber ich möchte eigentlich da gar nicht cheaten. Das wäre blöd. Hm. Tja, da wird eigentlich ihr gefragt, soll ich mir Enderperlen machen oder so? Und, oder Augen holen? Ah, hör doch mal auf, du blöder Kopf, du. So, weg mit dir. Hast jetzt davon und du wirst auch gleich mal sterben. Ah, der nächste. Was bist denn du für ein komischer Skelettman? Ja, mein Schild ist auch nicht mehr sehr stabil. So. Weg mit euch. Schade, wie gesagt, dass man die Pfeile nicht einsammeln kann. Aber das wäre auch wieder eine Sache von Cheaten. Ja, genau. Spinne und Skelett kämpft einander hier. Wer gewinnt? Ah, ich glaube Skelett, oder? Na, wobei. Ach, das wäre ein Kind. Nö. Das Skelett hat gewonnen, ja. Aua, oh, aus der Luft geschossen, der Mistkerl. Haha, du kommst nicht her, du kommst nicht her. Hey. Kannst du ruhig runterfallen? Habe überhaupt nichts dagegen. Na du? Ja. Bäh. Hör doch mal auf hier mit dem Vergiften hier ständig. So. Ich möchte wieder essen. Da wird es auch schon wieder Tag. Da ist wieder so eine Hexe. Ah, toll. Hallo, Spinni. Da kommt sie. So. Pam. Naja, Spinnaugen. Ja gut, die Spinnaugen haben wir herausgefunden, dass die eigentlich die Tränke immer negieren. Oder halt böse Effekte machen. Was, wenn man sie dann halt zum Einsatz auf Gegner braucht, ne? So, ja, hier sieht es ja auch mal aus hier. Da haben wir mal ein bisschen Sand abgebaut. Und drum gepflastert. Hm. Tja. Das sind so Steinsandbruch sozusagen. Oh, Schafe. Hm. Drei Schafe, vier Schafe. Jesus, na, sind die alle bei mir ausgebrochen oder wie? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, wer ist denn da? Das ist doch ein Skelett, oder? Wir tun ja keine Opfer aufnehmen. Hallo. Pam. Daneben. So. Blöder Skelettman. Na, da fehlt doch ein Block hier. Das war eindeutig ein Enderman hier oben.
Oder habe ich den vergessen? Kann auch sein. Tja, wie komme ich bitte an Endermans ran? Manchmal rennen hier ganz genügend herum, aber momentan nicht, ne? Gut, jetzt ist auch Tag. Da kommen die natürlich nicht so raus. Operation Enderman, das wird schwierig. Tja, es sei denn, ich cheate mir eben die Augen her, aber ich will euch schon noch gern so eine Festung zeigen. Wenn der Drachen selber, dann werde ich dann nicht besiegen können. Das ist aussichtslos. Schaut euch die Quallen hier an, ne? Schön, ne? Tja. So, hopf. Oder vielleicht. Nein, in der Hölle waren aber. Nee, da waren nur zufällig, glaube ich, Enderman. Oder? Normal sind die nicht in der Hölle. So. Gut, was machen wir jetzt? So, erstmal würde ich sagen, wir tun das Fleisch hier reinlegen. So, plopp. Okay, jetzt muss ich erstmal mich orientieren. Wir haben ein Ei. Das Ei können wir natürlich hier reinschmeißen. Dann gibt es Rührei hier drin. So, der Feuertrank. Okay, Bögen. Ja, Faden. Etwas vom Faden. Ja, so, hier rein. Bogen. Ja, da haben wir schon Bögen. Das überspannt den Bogen bei weitem. Ich kann euch mal zeigen, man kann ja die Bögen auch kombinieren. Nicht am Ambus, das kostet etwas. Sondern hier. Man kann die auch hier einfach auf dem Tisch zusammenfügen. Hat man einen besseren, stabileren Bogen und ja. Gut, der Bogen hier ist jetzt zum Beispiel nicht behandelt. Da ist keine Verzauberung drauf. Das ist natürlich auch. So, was ist hier? Ja, Spinnauge. Fermentiert haben wir mal ein paar gemacht. Hat man hier. Das ist ja eigentlich falsch. Wenn, dann tun wir die realen Spinnaugen hier rein. Und die fermentierten tun wir da oben rein als Trankzutat. Da haben wir noch gewöhnlich. Ah, gut, da kann man was draus machen, aber ja, die habe ich falsch gemacht, die Tränke. Hündchen? Was macht ihr hier? Wollt ihr alle im Schlafzimmer sein? Ja, mein Hund Rex, ja. Ja, komm, dann kannst du hier auf dem Bett bleiben. Hab euch ja schon gesagt, wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr auch euren eigenen Hund hier in meiner Welt haben. So, meine Rüstung. Apropos Rüstung. Na gut. Die Füße und der Eisenhelm, die würden langsam kaputt gehen. So. Gut, jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Warte mal, ich hole mir mal noch ein paar Steaks. So, wollen wir nicht hier, wir nehmen das hier mit. So, Erde, Truhe. Naja, gut, Ruhe. Was machen wir mit der Truhe? Ach, da haben wir auch ein paar Müllteile sozusagen. Wir können die Kisten vergrößern, das macht aber wenig Sinn. Oder soll ich die erstmal ablegen? Komm, ich lege die Kisten erstmal ab. Hier rein. Ich nehme noch mal ein bisschen Stahl mit hier. Oder, na, Stahl ist nicht Eisenbahn, sind's. Das kommt da runter. Das kommt hier rein. Die Knochen, naja, gut. Meinetwegen, nehmen wir mit. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Tour. Ja, hau uns die Tür auf die Nase wieder mal. Das lässt dir überhaupt keine Druckstellen. So. Pferdchen. Hü-hot-i-bo. Ja. Gut, dass wir, weil wir eh nicht durchs Tor kommen. Warte mal. Ich möchte mal checken. Das hat da oben 4 Hufe und ja. Das hat genauso viele Hufe. Also Hufeisen. Ja, das Hufeisen, das sind die Lebenspunkte des Pferdes. So, wie gesagt, wir müssen hier über die Grenzen hinwegspringen. Jetzt nehmen wir mal unser Pferd hier mit. Ja, ich habe was vergessen. Warte mal. Hepp. Hepp. Ah, Mist, wir müssen ein bisschen Anlauf nehmen. Hepp. Ah, verdammt, ich kann das nicht. Ja, Moment. Wie tut denn das Angasen? Ich weiß es gar nicht.
Ah, jetzt hat er. Okay. So, okay, dann. Ich muss länger halten, ja, das war's. Ich nehme mal eine Leine mit, also. Falls wir das Pferd irgendwie anbinden müssten oder so. Hep. Galopp, galopp, galopp. Es reitet der. Na gut, mein Schild wird bald den Geist aufgeben. So, wo lang reisen wir denn mal? Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Tja. In die Richtung sind wir aber, glaube ich, schon mal geritten. So Richtung Norden oder so. Na egal. Wir reiten einfach nochmal Richtung Norden. Hep. Ich muss nur aufpassen, dass ich auch nicht zu hart runterspringe. Weil sonst macht es dem Pferd Aua. Und mir auch. Aber wir kommen halt schneller voran, als wenn wir jetzt hier laufen würden, ne? So, also ich will versuchen, vielleicht, dass wir da ein paar Endermans finden oder so. Oder was anderes Nettes. Einfach mal wieder so ein bisschen eine Reise machen. Der Kaktus da oben ist ja lustig auf diesem Gebilde hier. So, ja. Über Stock und über Stein, aber bricht dir nicht das Bein. Toll. Das ist blöd. Genau für solche Fälle brauche ich dann die Leine, um das Pferdchen hier übers Wasser zu führen. So, komm mit. Halt. Doppelt gemoppelt hält besser, aber also in dem Fall nicht. So, weiter geht's. Ja, wir hatten ja schon mal eine Begegnung mit einer Pyramide, aber ja, leider habe ich dann die Bombe ausgelöst und es war blöd. Hm. Das nächste Mal weiß ich noch gar nicht, wie ich da dann an die Sache rangehen soll. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Bombe vorher auslöse irgendwie, oder nee, nicht auslöse, ehrlich gesagt, dass die Bombe vorher entschärfe. So macht Sinn. So. Mal hier war weiter Richtung Norden. Ah, da geht schon wieder durchs Wasser. Das ist. Ja, und da gibt es Lehm. Ah, da hat sich das Häschen verletzt. So, das hat geklappt. Ach, da ist wieder ein Kaffeeschaf. So, warte mal. Ja, da gibt es wieder oberirdisches Gravel. Kies. Wow, da unten wollen wir nicht rein. So, hepp. Da kommt der Birkenwald. Den kennen wir doch auch schon, oder? Na, das zeigt. Ja, doch, jetzt zeigt es Birch vorwärts dann. Evil Chicken. Ja, ein spatzes Hühnchen. So. Okay, das können jetzt die Extreme Hills sein hier. Warte mal, ja, hier können wir noch durchwarten, aber dann müssen wir hier am Ufer entlang, ohne abzusteigen. So, Wasserfall, ja. Hier gibt's Kohle. Ja, wir haben am River entlang. Sind wir noch Richtung Norden? Ja, Extreme Hills sind hier. Ah, gut, da müssen wir jetzt gucken, ja. Ja, wir können nicht mit dem Pferd durchschwimmen, das ist... Schade eigentlich, dass sie das nicht eingebaut haben. So, erstmal wieder hier rüberführen. Ja, mein liebes Pferdchen, hast du gut gemacht. Fein. So, weiter geht's. Auch wieder ein... Oh Gott, schnell weg hier. So, wieder Birch Forest. Und es geht immer weiter nordwärts. Oder soll man mal gegen Westen reiten, hm? Eingekastelt. Mist. Moment. Ich will hier raus. Verdammt. Jetzt habe ich mich hier wieder festgeritten hier. Na. Komm. Aua. Das war ein Baum. Warte mal. Das ist wieder so ein riesen Akazienbaum oder was? Ja, ich habe wieder mal keine Schaufel dabei. Das ist mir das sehr gut vorbereitet.
Und es wird dunkel. Ich komme hier nicht weiter. Hat man vielleicht so. Na, ich will hier nicht auf den Kron reiten oder so. Das ist kein Wert. Das hat keinen Wert. So, hier durch. Jetzt wird's Nacht, okay. Ha, schaut euch das an. Das ist ein Motzwald hier. Ja, aua. Das hat mir und dem Pferd wehgetan. Mein Pferd müsste sich auch normalerweise noch regenerieren wieder. Mit der Zeit. Ja, das sind die Riesenbäume. Da wollte ich auch mal einen anpflanzen, aber die wachsen irgendwie nicht. Komischerweise. Ja, Zombies und so weiter. Aber nichts, was wir gebrauchen können. Ja. Ihr könnt mich alle mal. Ah, da waren wir schon mal. Auf den Bäumen. Da sind auch Pilze. Ja. Da können wir Pilzblöcke ernten. Oder wie war das mit Pilzblöcken? Man kriegt da was. Ne, Roof Forest. Dachforest. Also gut. Wir sind jetzt hier auf dem Dach oben. Mal sehen, ob wir hier irgendwie runter können. Aua. Ja, wieder mal. Lass mich in Ruhe. Du Skelettkerl. Ich muss hier irgendwo am Ufer entlang. Oder aber ich muss den töten. So, greif an. Ja, da hast du mein Pferd getroffen, du böser Kerl. Au. Hat er mich nochmal jemand getroffen? Da ist wieder ein Versicherungsvertreter. Ach Mann. Kann ich mir eigentlich eine Brücke bauen auf dem Pferd? Ja, kann ich theoretisch. Naja, das bringt mir gar nichts. Hui, ja. Wieder mal abgestiegen. Komm mit, mein Pferd. So, jawohl. Hast du wieder fein gemacht. So, weiter Richtung Norden, wenn es geht. Tja. Wir könnten natürlich wieder Tag machen mit der Konsole, aber das mache ich jetzt mal nicht. Es ist hier mehr Überlebensmodus sozusagen. Ja, eine Höhle. Ja, ein Bett haben wir leider auch nicht dabei. Da ist ein Sumpf. Ach, das ist ein Lama. Schaut euch das an. Da ist ein Lama. Rama Lama Ding Dong. Ja, und wieder abgestiegen. Pferd, geh von dem Lama weg. Das ist böse. Ich höre Wölfe heulen. Ja, wir müssen jetzt leider erstmal ein bisschen hier durchschwimmen. Oh oh, ein Zombie. La 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 la. Wir sind hier nur auf der Durchreise, kleiner Zombie. Du lässt mich in Ruhe. So. Komm, wieder hier. Ja. Hast du wieder fein gemacht. So. Norden, wo ist Norden? Norden ist da, wo nicht Osten ist oder so. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Uah, du bist hässlich. Uah, Lava. Hilfe. Ja, sehr unwirtliche Gegend hier. Ja, toll. Wieder abgestiegen. Komm mit, mein Pferd. Wir müssen hier Fersengeld geben. Bevor die Zombies es schaffen, da durchzukommen. Jetzt müssen wir was mampfen. So, und weiter geht's. Böse Gestalten hier in der Nacht. Ja, schnell weiter. Bloß nicht umdrehen. Oh, das ist ein Dorf. Ich glaube, das Dorf kennen wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssten eigentlich mal eine Markierung setzen an Dörfer, wo wir schon mal waren. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja, toll. Da ist die Schmiede. Warte mal, kann ich denn mal. So, ich. Das war jetzt wieder mal taktisch bescheuert.
Jetzt kommt eine Spinne angewatschelt. So, ich gehe mal aufs Haus. Ach, die Spinne kann ja klettern. Das war jetzt auch nicht klug. So, ich steig mal ab. Komm mit, mein Pferd. Ich bind dich mal hier fest. Tja, dann machen wir euch halt mal kalt hier, ich blöden Monster. Au. So, da kommt wieder so ein dunkler Zombie hier. Okay. Ah. Oh nee. Jetzt so ein Lachvieh hier. Das ist wieder so ein Hexenmeister. Aua. Ich war es nicht, also ich hab's nicht gemacht. Das war so ein blöder Kerl. Zum Glück hat er mein Pferd nicht in die Luft gesprengt. So, wo war denn jetzt hier eigentlich die Schmiede? Oder? Ja, das war die Schmiede, okay. Na, die Hälfte davon hat er weggesprengt. Ist da was im Ofen? Nö. Ja, nee. Ich geh mal hier rein. So, bim. Okay, Leute. Da würde ich sagen, wir sind wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.